Wir zeigen euch heute unseren Ausbildungsberuf. Also bleibt dran. Hallo, mein Name ist William. Ich habe Anfang des Jahres meine 3,5-jährige Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker bei der Ausbildungswerkstatt Oberlohkirchen in der Bundeswehr absolviert. Mein Name ist Paul und ich habe Anfang des Jahres meine Kfz-Mechatroniker-Ausbildung hier in der Ausbildungswerkstatt Oberlohkirchen bei der Bundeswehr abgeschlossen. Nach dem Abi, also nach meinem erfolgreichen Abschluss des Abis, stand schnell fest, ich will was Praktisches machen. Und da ich mich schon immer für Kfz interessiert habe, habe ich etliche Schulpraktikas absolviert, wo dann auch endlich feststand, dass das die richtige Richtung ist, die ich einschlagen möchte. Bin dann durch Zufall bei der regionalen Ausbildungsmesse in Finsterwalde auf meinen Ausbildungsbetrieb der Ausbildungswerkstatt Oberlohkirchen aufmerksam geworden und habe mich dann kurzerhand entschieden, da meine Ausbildung anzufangen, Anfang 2017. Und am Ende war ich froh, dass ich mich gegen 180 Mitbewerbern durchsetzen konnte und mir die Möglichkeit gegeben wurde, hier meine Ausbildung anzufangen. Nach der 11. Klasse auf dem Gymnasium stand für mich fest, dass ich nicht weiter auf der Schulbank sitzen wollte und wollte was Technisches und was Handwerkliches anfangen. Und da für mich durch den Betrieb von meinem Vater schon früh feststand, dass ich auch was in die Kfz-Richtung machen wollte, ja, hat es mich dann über mehrere Ausbildungsmessen getrieben und so bin ich letztendlich auf die Bundeswehr in Oberlohkirchen gekommen und konnte hier in der Ausbildungswerkstatt Oberlohkirchen meine Ausbildung anfangen. Natürlich habe ich mich auch in anderen Berufen umgesehen, zum Beispiel in der Fitnessbranche als Fitnesskaufmann. Da stand für mich aber fest, das war dort nicht so meins. Ich wollte dann doch mehr das Technische machen und so bin ich dann doch beim Kfz-Mechatroniker gelandet. Bevor du hier dran schrauben kannst, musst du aber erstmal die Grundfertigkeiten in Metallbearbeitung lernen. Dazu gehören zum Beispiel drehen, fräsen, schleifen, feilen, aber auch schweißen. Und wenn man das dann geschafft hat, dann darf man auch im Messacht schrauben. Du kommst von weiter weg, das ist gar kein Problem. Die Bundeswehr unterstützt dich sowohl mit Mietunterstützung als auch mit dem Geld, weil wir werden hier nach Tariflöhnen bezahlt. Und die Familienheimfahrten, die werden natürlich auch erstattet. Bei der Bundeswehr wird natürlich auch dual ausgebildet. Die Berufsschule ist in Elsterwerda. Und dort verbringst du dann 13 Wochen pro Lehrjahr. Du kommst natürlich problemlos mit den Öffis zur Berufsschule oder du bildest einfach Fahrgemeinschaft mit deinen Ausbildungskollegen. Wir sind hier Ausbilder in der Ausbildungswerkstatt Oberlohkirchen. Mirko verantwortlich für das zweite Ausbildungsjahr, ich verantwortlich für das dritte und vierte Ausbildungsjahr. Uns sind die Azubis wichtig, denn ihr seid die Fachkräfte von morgen. Haben wir euer Interesse geweckt, so bewerbt euch jetzt bei uns. Ich als militärischer Vertreter dieser Dienststelle möchte euch mit auf den Weg geben, dass nach der Ausbildung hier alle Möglichkeiten in der Bundeswehr für euch offen stehen, im zivilen Bereich, im militärischen Bereich. Ein unheimlich breites Spektrum. Kommt zu uns.